Hallo meine Lieben, ja, ich möchte euch gerne heute was erzählen über die Geburtstagstorte meines Mannes. Der hat jetzt neulich Geburtstag gehabt und da habe ich natürlich da rumgebacken. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ja, ich backe ja ganz gerne und ich wollte euch mal zeigen, was ich hier für Deko drauf gebaut habe. Also erst einmal die Torte, bitteschön. Ja, und das sind die Dinge, die ich hier selber noch gebastelt habe. Das sind diese Strohhalme. Die werde ich euch unten auch verlinken. Ich zeige euch mal die Packung. Das ist diese hier von der Marke Lieblingsglas. 25 Stück sind das in dieser Packung und damit kann man echt tolle Dinge machen, weil die echt ein mega Hingucker sind auf jedem Geburtstag. Ja, und da habe ich jetzt einfach mal so Post-its genommen, die draufgeklebt, dann immer was Nettes draufgeschrieben, ne? My darling, I love you, all the best for you und so weiter. Dann noch die 38, ist 38 Jahre alt geworden. Ja, und dann habe ich hier noch hier so einen kleinen Grill drauf gemalt, er wünscht sich ja einen Grill und habe ich hier noch so eine Karte zusammengeschnitten und ein bisschen verstärkt, deswegen doppelseitig, dann ja, mit einem Locher zwei Löcher reingemacht und dann einfach ein Band durchgezogen und schon hat man echt so was Cooles und Aufbau für eine Torte, das sieht immer richtig, richtig cool aus, finde ich. Das hier noch natürlich, ne? Auch Post-its drauf geklebt und das sieht auch immer richtig schön aus. Das könnt ihr auch einfach mal auf dem Erdbeerquark machen oder was anderes, ne? Oder einfach irgendwo reinstecken. Kommt immer gut an, das ist ganz einfach gemacht, ne? Einfach hier durch diese Spitze raus und fertig. Ja, also so Deko für Torten finde ich immer besonders wichtig, persönlich, weil das nochmal das Ganze hervorhebt, dann nochmal den Tag betont, etwas Besonderes aus der Sache macht, weil ich finde, so Geburtstage oder so Feierlichkeiten müssen immer was Besonderes sein, weil ja, das sind halt so die kleinen wenigen Momente, die die man wirklich feiert und man soll das Leben feiern, denn das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Und ja, weil es passiert ja immer wieder so vieles auf der Welt und es ist nicht selbstverständlich. Ich habe jetzt neulich, war ich mit meinem kleinen Sohn auf dem Trampolin draußen hüpfen und die Sonne schien, die Vögel zwitscherten und das war dann so ein Moment, da war ich wieder sehr demütig weil, und auch ein bisschen traurig, weil ich hatte einen Tag vorher wieder Nachrichten aus Syrien gesehen und so weiter und dann habe ich noch gedacht, ach, und nach Ruanda und die ganze, ach, in der ganzen Welt passiert ständig so viel Mist. Und da habe ich noch gedacht, mein Gott, ich darf hier mit meinem Sohn hüpfen. Wir könnten in den Himmel schauen, ich zeige ihm noch. Guck mal, da oben, ein Flugzeug flog gerade vorbei und er freute sich und hat gehüpft und hat gelacht. Und dieses Kinderlachen, das hat mich nochmal besonders getroffen, weil man weiß, dass woanders auf der Welt die Kinder nicht einfach glücklich in den Himmel schauen und sich freuen und die Vögel einfach so zwitschern hören dürfen und vor allem sich freuen, wenn irgendwelche Flieger über einen hinwegfliegen, weil die vielleicht Angst haben, dass jetzt gleich eine Bombe von oben runterkommt und oder im Garten spielen können, unbeschwert im Sandkasten spielen dürfen. Wir haben wirklich Glück, dass wir hier leben und ein privilegiertes Leben führen, egal ob man gut situiert ist oder nicht. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit was zu essen, was zu trinken, wir haben ein Dach über dem Kopf. Also es muss hier gar keinem schlecht gehen in diesem Land. Und man muss immer wirklich daran denken, dass man wirklich echt froh und dankbar sein darf, dass man das hat, was man hat und ja, und einfach hoffen und beten, dass das so bleibt, wie es ist und auf der Welt auch ein bisschen mehr Frieden gibt. Ja, einfach diese kleinen Momente schätzen im Leben. Und ja, dazu gehören natürlich auch so Feierlichkeiten, Geburtstage, deswegen ja, kommt zusammen, ladet eure Familien ein, nutzt die Zeit zusammenzusitzen, man weiß nie wie lange man hat und ja, macht viele, viele Fotos, das ist immer ganz wichtig, ich liebe das, ganz viele Bilder zu machen, mein Handy ist immer so elendig voll und ja, deswegen, also es sind so die kleinen Momente, die zählen und wir können uns wirklich, wirklich glücklich schätzen, dass wir ja, auch wenn es manchmal nicht immer einfach ist oder nicht immer, man kann ja auch mal viel meckern, aber dass wir hier leben, wo wir leben und wir haben Frieden und wir können jederzeit rausgehen, spielen gehen, man kann in die frische Luft gehen und andere Menschen haben das wirklich nicht, die können nicht einfach so rausgehen und sagen, ja eben, wir gehen jetzt mal eine Runde schaukeln oder sowas. Die sind einfach froh, wenn die irgendwo überdacht sind und die Bombe einen nicht trifft. Das ist ganz hart und wenn man sich das vor Augen hält, natürlich nicht immer, weil sonst ist man ja auch ewig traurig, aber ab und zu mal daran denken, dass wir es echt gut haben. Ja.
In diesem Sinne, schenkt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr andere Themen noch hören wollt von mir oder wenn ihr Fragen habt an mich, dann jederzeit her damit. Okay, dann macht's gut. Bis bald. Tschüss.